Moin Moin und herzlich willkommen. Mein Name ist Clemens vom Lüneburger Musiklabel Rockzone Records. Ihr dürft jetzt meinen Kanal abonnieren und die kleine Glocke aktivieren. Seit einiger Zeit schon ist der Überbegriff Crossover Thrash Metal in der Musikszene im Umlauf, geprägt durch die Band Powertrip, deren Sänger ja leider letztes Jahr verstorben ist, ziehen jetzt auch diverse Bands nach und springen auf diesen Zug auf. Eine Band davon ist Enforced. Die haben 2019 ihr Album At The Walls veröffentlicht, was ich ziemlich stark finde, die Scheibe. Und ja, letzten Freitag kam dann endlich das heiß ersehnte neue Album Killgrid. Und ob es die Erwartungen des Vorgängers übertreffen kann, erfahrt ihr in den nächsten 2 Minuten 20. Zuerst einmal fällt auf, dass das vom Cover her im Stil des Vorgängers gehalten wurde, die neue Scheibe Killgrid. Und das finde ich schon mal ziemlich cool. Starkes Schwarz-Weiß-Cover, weniger ist manchmal mehr. Ich habe mir hier die Vinyl-Variante bei EMP geordert. Da liegt auch nochmal die CD bei, auch wenn ich sie mir nochmal extra bestellt habe. Wir haben hier ein Textblatt mit allen Lyrics. Und wir haben hier halt eben die Vinyl. Bei EMP gab es das limitierte Teil in Gold. Und wenn ich mir die Scheibe schon hole, dann doch wenigstens richtig. Bei der CD-Version haben wir ein Jewel Case mit einem Booklet, auch mit allen Lyrics. 9 von 10 Punkten für das Layout. Kommen wir zum Sound. Und da muss ich sagen, wow, Wahnsinn. Der Sound ist richtig fies, richtig drückend. Messerscharfe Gitarrensounds. Durchtreibendes Schlagzeug, ja, so muss Thrash Metal einfach klingen. 10 von 10 Punkten für den Sound. Beim Songwriting, wir haben 9 Songs in 41 Minuten und wir kriegen eben diesen fiesen Crossover Thrash Metal in jedem Song. Also im Prinzip wird das Gaspedal komplett durchgetreten und immer wieder mal durch geile Breakdowns und Moshparts abgelöst, macht richtig Laune das Ding. Was Punkt Abzug gibt, ist die etwas zu monotone Stimme. Es ist halt diese Black Death Metal Stimme, dieses Gegrowle, die passt natürlich mega zur Mucke. Wäre aber schön, wenn das vielleicht durch Gangshouts, die klarer verständlich sind, unterbrochen wird oder das Ganze nochmal ein bisschen hervorhebt, weil selbst wenn man die Lyrics mitliest, ist es teilweise schwierig, den Gesangsmelodien zu folgen. Und was mir auch aufgefallen ist, im Vergleich zum Vorgänger sind die Songs länger geworden. Hier waren auch schöne 2,5 Minuten Kracher drauf. Die findet man hier nicht. Jeder Song landet so ungefähr bei 4-5 Minuten. Die Band hat auch in einem Interview gesagt, dass sie das Ziel hat, langfristig längere Songs zu schreiben. Ich finde die kürzeren cooler. Trotzdem 8 von 10 Punkten für Songwriting und der Hörspaß bei der Scheibe trotz alledem ist brillant und genial. Die rockt und wackelt an allen Ecken und Enden. Macht richtig Laune. Macht einfach mega Laune. 10 von 10 Punkten für den Hörspaß. Und so kommen wir insgesamt auf 9 von 10 Punkten für Killgrid von Enforced. Und wenn ihr einen Anspieltipp braucht, dann hört euch Blood Ribbon an. Das Anfangsriff zieht euch die Socken aus. Wie ihr merkt, bin ich sehr begeistert von der Enforced-Scheibe und wenn es euch genauso geht, schreibt es mir gerne in die YouTube-Kommentarspalte. Wenn ihr komplett anderer Meinung seid, dann schreibt mir auch gerne einen Kommentar. Ich bin gespannt auf euer Feedback. Ansonsten checkt natürlich gerne meine weiteren Reviews, gerade aus dem Bereich Thrash Metal sind da diverse Sachen dabei. Dreht die Mucke auf und denkt immer dran, DIY statt Mainstream.